Jetzt bin ich auch wirklich ganz da. Okay. Gefangene freilassen. Gefangene töten. Sklaven. Gefangene freilassen. Ja, gibt er mal ein bisschen Kohle. Ha? Gibt er mal ein bisschen Kohle. Ja, eben, und die brauche ich für die Rekrutierung. Wir haben feine Waren und ihr besitzt sicher Und, auch vieles, ja, was für dann uns später für begehrenswert ist. Also wollen wir Eventuell. handeln? Ah, Thylis, die mit Makedonien im Krieg sind, möchten mit mir handeln. Ja, Logo. Komm rum Ihr hier, Junge! sprecht weise wie ein Mann vieler Vor allem, weil Winter, es und ich glaube fühle ich, mich dadurch, durch dass er diese ja Vereinbarung keinen geehrt. Landzugang zu mir hat, wird es wahrscheinlich ein Seehandel. Und durch Seehandel kriege ich, dadurch, dass ich zwei Handelshäfen habe, ziemlich gut Kohle. Na, cool. Okay, Syrakus hat jetzt zwei Sachen hier, die mir absolut gar nicht gefallen. Das eine ist eine Flotte in der Nähe von Apollonia. Und das andere, das sieht noch automatisch aus. Nee, ich versuch's. Okay, du versuchst es, dann spiele ich als KI. Machen Okay. wir das Ganze aber mal so ähnlich wie bei mir gerade, weil sonst fühle ich mich schlecht. Ach, meine andere Armee steht davor. Also, es ist nicht schlimm, wenn ich das verliere. Ja, aber trotzdem, wir wollen ja für ausgleichende Gerechtigkeit sorgen. Allerdings Okay. habe ich halt so viele Einheiten, dass ich ehrlich gesagt fast gar nicht weiß, wie ich sie schlecht gegen dich einsetzen kann. Vor Ja. allem, weil es halt hauptsächlich Berittene sind Ja, und die Berittenen sind. du da deine zwei mit den Messerchen hast. Ja, die mit Messerchen kann man vergessen, aber die Pikiniere sind eigentlich sehr gut. Ja, zum Baiten oder so kann man die gut einsetzen, aber du wirst wahrscheinlich wenig zu baiten haben. Zu baiten. Baiten! Ich bete auch gleich. Die Ja, ich baiten. habe heute was so Cooles gesehen, was ist, glaube ich, eigentlich so eine Art Ski-Ausrüstung oder so. Es ist ein total geiles Face-Mask einfach. Okay, wo Okay. stellst du dich denn hin? Ich stelle mich links von dir. Lass dich nicht stören, ich muss nur kurz Jo. Links von mir? Links von dir bei dem ganz kleinen Eingang bei dem Felsen auf. Ah, da wo die Felsen dann losgehen. Genau, ja. Ich habe das Gefühl, hier hatten wir auch schon mal eine Schlacht. Ja, hatten wir auch. Da habe ich aber gegen dich verteidigt, oder? So war das. Nee, du hast meinen General getötet. Ja, aber aus der Verteidigung raus. Nee, du hast mich angegriffen. Sicher. Ziemlich. Okay, warte, wir machen jetzt eine Runde, bitte hier. Nein, wo ist es? Hier. So, nee, ich hätte das gerne für alle Einheiten, dass. So. So, und dann stellen wir. Nein, wir stellen das Ganze bitte ganz schmal. Nein, ey! Leute, ich habe gesagt, Fernkämpfer vorne. Nicht, dass hier dieses. Warte, wie funktioniert Was das? machst du denn? Das ist eine Das Hose. ist Ja. doch Kacke. Ich will das nicht so. Oh, ein grünes Hemd. Ja, Damit okay, passt es dann ja. wie kann man Nee, eine grün habe Formation ich nochmal nicht. wieder Nee. auflösen? So, ich hatte mal eins, was richtig Mhm. Hä, wo sind diese drei Kamele? So, jetzt hat. So, ich hätte gerne das hier. Alle in der ersten, bitte. Und ich hätte euch gerne alle so. Zu wenig Dankeschön. Wäre Lächeln. es jetzt auch noch möglich, dass ihr euch ein Aber bisschen Hemden sind von schmaler hinten. aufstellt? Ja! So, so finde ich das schön. Okay, also ich wäre bereit. Warte noch kurz. Macht euch bereit! Also ich konnte sie nicht mehr enger aufstellen. Ich hab's probiert. Es ist vollkommen in Ordnung. So, ich lasse sie auch mal schön laufen.
Also alle außer die Kamele und so, weil die sollen ja schließlich genauso schnell sein wie die anderen Truppen. Finde ich aber ganz cool, dass der Computer das automatisch so macht, dass die ganzen Infanteristen joggen und die Tiere reiten, weil die im Reiten so und die Tiere gehen, weil sie im Gehen so schnell sind wie die anderen beim Reiten. Also beim das habe ich gerade gesagt. Finde ich ganz gut, dass die das so machen, dass die ganzen Infanteristen joggen und die Tiere gehen, weil sie beim Gehen genauso schnell sind wie die anderen beim Joggen. So, jetzt hat's stimmt. Ja, knapp, ja. War ganz nah dran, oder? Also. Ja, doch. Ich zoom gerade so zu deinen Truppen hin und dann das erste, was ich höre, so. Und ich denke so. Geil, okay, ihr seid auf jeden Fall in Topform. Krank, Alter. Ja, geil, haut sich. Voll in Topform. So, siehst du diese wundervolle Formation, die ich hier bilde? Sehr schön. Sieht eigentlich schon cool aus. Ja, schon, ne? Finde ich auch. Vor allem so mit den Viechern, die jetzt hinten noch kommen. So, wir machen das Ganze jetzt wie beim Angriff von den... Diese komische... Lol, was war das denn? Auf diese komische Küste da irgendwo in Deutschland. Was? Auch geil. Also ich habe noch nicht mal Angriffsbefehl gegeben und es fängt schon fast eigentlich komplette Einheit an zu wanken. Ja, weil so. Ich ein paar krasse Salben auf die abgegeben habe. Ja. Hey Lull, du ziehst dich mit denen zu. Ach so, du ziehst dich durch die Phalanx zurück. Fies, gell? Ja, aber es sieht so aus, als hättest du es ein bisschen zu spät gemacht. Weil ein paar von meinen Jungs jetzt schon hinter deinen Speeren stehen. Ach so. Ja, es sind ja nur. Vor allem waren es nur die ersten paar. Also ich meine, gut, hat funktioniert so. Aber ich dachte auch, dass es dann Malus auf die Formation geben würde, weil ja die... Ja, also geringen Malus. Also wenn das jetzt deine Schwertkämpfer oder Speerkämpfer gewesen wären, dann hätte ich es nicht gemacht. Okay. Weil die wären ein bisschen krasser gewesen. Ja. Deswegen schicke ich die jetzt auch gleich als zweites rein, damit es ein bisschen krasser wird. Ja, man sieht aber schon, deine sind halt keine Spartaner, weil du hast allein gegen die Bogenschützen jetzt schon was verloren. Ja. Zurück, zieht euch zurück. Zurück. Okay, also, das wird echt spannend bei dir jetzt noch gegen die Kaftan. Ich hoffe gerade ein bisschen, dass ich deine Pikiniere hier nicht aufreibe. Oh nee, ich reibe dich zuerst auf. Du reibst mal eben, wie viel sind das? 1, 2, 3, 4, 6 Einheiten Speerkämpfer auf. Ja, doch, easy going, why not? Echt, die können von da oben nicht schießen? Ich habe die jetzt extra da hochgeschickt, die Steinschlatterer, damit die schön von oben runterschießen. Ah, okay, kann sie nicht. Ja, super. Dann geht halt wieder zurück. Dann geht halt wieder runter, ihr Lappen. Was könnt ihr eigentlich? Ah, mein General ist ein Schwertkämpfer, sehe ich gerade. Als Schwertkämpfer sind ziemlich gut. Der General ist gefallen. Das ist natürlich jetzt ein massiver Moralverlust für alle ein. Weil es keine Spartaner sind. Obwohl, bis jetzt geht's ganz gut eigentlich. Bis jetzt ist noch nicht so schlimm. Zuversichtlich, am Moral geht runter. General vor kurzem gefallen. Im Nahkampf ausgeglichener Kampf mit einem orangenen Kreuz dran. Ja, also die Steinschleuderer machen bei dir schon ordentlich was.
Also die Fernkämpfer, dass die da vor die Phalanx in meine Truppen reinballern, das ist schon wichtig. Ja. Weil, also die Phalanx alleine würde das nicht essen. Hast du die gerade zurückgezogen? Ja, ein bisschen. Hat zwar 5 Einheiten gekostet oder so, aber jetzt stehen die wieder besser da. Okay, das ist mies, was ich gerade rausgefunden habe. Das ist mies. Ich habe gerade deine Speerkämpfer, die hinter der Phalanx standen, angegriffen. Habe ich ja also gesehen, auf, ja. Genau, und habe mir dann gedacht, okay, dann rennen sie halt blind in deine Phalanx, aber sie rennen ja dann durch. Sie versuchen ja dann durchzustoßen. Dabei sterben natürlich auch viele so, weil sie nicht gegen die Phalanx kämpfen. Aber dadurch, dass sie versuchen durchzustoßen, stehen sie am Ende näher an der Phalanx. Und dadurch bringt die Phalanx dann nichts mehr. Das war ist ja, echt war ja richtig, genau. Alter, hier vorne liegen schon die ganzen Bogenschützen. So, man denkt sich so, okay, Schlachtfeld fängt schon gut an, wenn so die ganzen Leichen da rumliegen. So, und später, wenn dann die Schlacht vorbei ist... Hä, du stellst sie im Quadrat auf? Mhm, bessere Rüstungsstärke und so weiter. Die sollen ja, ja nicht wirklich Damage machen. Sie sollen ja nicht töten, sondern sie sollen ja nur aushalten, weil genau. Töten machen ja die Steinschleuderer. Genau. Das ist wie bei mir in Siedler 3. Mach ich auch so. Ich habe nämlich festgestellt, dass Speerkämpfer tatsächlich die Einheiten sind, die am meisten aushalten. Und jetzt mache ich total unkonventionell. Ich baue halt fast nur Speerkämpfer und Bogenschützen. Und es ist so lustig, weil ich habe so wenig Verluste. Die Speerkämpfer ballern halt vorne, stechen zwar ein bisschen darauf ein, aber sie überleben halt in erster Linie lang. Und hinter denen stehen so ewig viele Bogenschützen und die ballern einfach die ganze Zeit rüber. Ja. Es ist echt krass, wie diese, dass die Phalanx in so einem primitiven Spiel wie Siedler so effektiv ist. Das fand ich echt lustig. Also seitdem, also ich meine, gut, die Spiele in erster Linie Römer, die sind natürlich auch nicht so schwer, aber seitdem, ich glaube, ich habe keine Schlacht mehr verloren. Mhm. Außer ich hatte wirklich entscheidend weniger Einheiten. Und du bist natürlich beim Türme erobern langsamer, weil genau. Die machen nicht so viel Schaden, die Speerkrieger, aber... Ja, also jetzt mit der Kavallerie, das wird... Oder? Also... Ja, Kavallerie gegen... Das wird nochmal interessant mit den 6 Einheiten Kavallerie. Ja, mal schauen. Ich glaube, ich lasse dich einfach so ganz entspannt auf dich zutraben. Na, kannst du machen. So. Also, wie gesagt, für alle, die jetzt rummeckern wollen, das ist voll das Cheating. Nein, weil das ist ja ein Let's Play Together, was bedeutet, wir helfen uns gegenseitig, solange bis wir uns gegenseitig wegmachen mit unseren eigenen Fraktionen. Stößchen darauf. Stößchen darauf. Ja, ich habe gerade was getrunken. Ja, ich habe gestern, ich war ja gestern bei diesem Essen da, in der Pfarrei. Und ich habe festgestellt, also Himbeer, irgend so Himbeer-Aroma-Dings-Schnaps, den bräuchte ich zum Beispiel nicht. Ich fand den jetzt nicht so grandios. Ist jetzt eine wichtige Information gerade, weil es hat auch sehr viel mit dem Spiel zu tun. Aber... Ja. Und ich mag auch Helles lieber als Weißbier. Habe ich auch festgestellt. Du siehst, ich habe also alkoholisch gesehen viel über mich gelernt gestern. Ja, das ist die Hauptsache. Ja,
Jetzt mach dir mal ein Blatt hier. Deine Speerkrämpfer, Alter. Speerkämpfer wanken. Ja. Voll der Krampf hier. So. Oh, warte, ich kann sie auch einfach aufgeben lassen. Zurückziehen. Nee, aber das machen sie jetzt von allein. So. Na dann, formier dich nochmal entsprechend. Warte. Du stehst auf einem Leichenberg. Ist doch auch cool. Ja, wer will das nicht? Ey, nee, jetzt nicht auf die... Jetzt noch. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Okay, es war eine effektive Salve. Okay, oder was ich auch machen kann, ich kann die einfach einzeln reinschicken. Nee, schick alle rein. Alle auf einmal. Ja. Alle auf einmal! Okay, Leute. Kerngedanke, ihr kennt ihn. Rein da! Da bin ich mal gespannt. Alter, wie das aussieht. So richtig dramatisch. Vorher nochmal schön abbremsen. So, Alter, aber die fangen halt richtig schnell das Wanken an, ne? Alter, die wanken ja jetzt schon. Ja, weil halt die Pferde gegen die Kamele gegen die Speere, die checken, das ist, gegen die Piken, die merken keine Chance. Alter. Knappe Niederlage. Knapp. Aber Pferde hätten, länger ausgehalten. Ja, Kamele erhalten. Sind Feiglinge, Alter. Ja... Aber die haben trotzdem... Ich glaube, es ist ein Dromedar. Ein Dromedar. Aha. Ja, weil die sind eigentlich echt sehr gut gegen Kavallerie, also andere Kavallerie. Ah, schau mal, mein General 436 gekillt. Ja, ich habe schon gesehen und danach kommen dann die Dings. Wo genau haben deine kleinen Dolchkämpferleins... Ich habe keine Ahnung. Kills gemacht. Die haben eigentlich... Die standen eigentlich die ganze Zeit hinten. Ja. Ich hab... Keine Ahnung. Die haben sich selbst getötet. Untereinander. Mm. So richtige Gangster- Bandenkämpfe so. Ja. Aber dafür haben sie ein bisschen zu viel Leben, sind ein bisschen zu gut besetzt noch. Ja, vielleicht sind ein paar von deinen in meine Einheiten reingeflohen, also macht kann auch ja sein. Auch keinen Sinn, aber vielleicht. Ja, oder ein paar von meinen sind irgendwo durchgestoßen oder so. Ja, aber meine standen auf dem Marktplatz, also die Dolchtypen. Ja, eigentlich kann bei mir nichts durchkommen, da... Boah, meine Generalseinheit hat tatsächlich 32 Kills gemacht. Es gab sogar ein paar Kameleinheiten, die Kills gemacht haben. Okay. Einen. Einen? Ja, die eine 3. Ja. Mm. Die schweren Nahkämpfer haben mit Abstand am besten abgeschnitten, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Mhm. War aber auch irgendwie zu erwarten, weil es sind welche, die auf den Nahkampf ausgelegt sind. Mhm. Ja, später müssen wir, also später im Let's Play müssen wir wirklich ausprobieren, was deine krassen Pikiniere gegen meine, also deine besten Pikiniere gegen meine ausrichten können. Ja, das wird in der Tat interessant. Ja. Beziehungsweise meine besten Pikiniere kann ich glaube ich jetzt schon ausbilden. Bei mir werden die Hopliten werden bei mir später richtig, richtig krass. Mm, ja, genau, Helden Spartas und so. Ja, die Helden Spartas, muss ich tatsächlich sagen, die finde ich gar nicht so krass. Mhm. Zumindest im Vergleich zu den königlichen Spartiaten. Wo die sehr gut sind, ist gegen Reiterei. Also Helden Spartas sind richtig, richtig gut gegen Reiterei. Das stimmt. Also ich meine, wir haben mal so eine Testschlacht gemacht, wo du Elefanten hattest und ich hatte die Helden Spartas auf deine Elefanten angesetzt und ich glaube, keine Minute später war bis auf eine Einheit von 4 fast alle tot. So, also eine von deinen Einheiten, das war glaube ich sogar dein General, der hatte noch einige
Der war noch fast voll von den Elefanten und bei den anderen waren nur noch so ein oder zwei Einheiten, ein oder zwei Elefanten in der Einheit drin. Ja, irgendwie so, genau. So einfach frontal, bam. Ja, genau. Und die und sie haben einen sehr viel stärkeren Sprintangriff. Ja. Also die Helden Spartas haben einen deutlich stärkeren Charger. Genau. Okay, also. Auch wenn das sowas war. Ja, okay. Sorry. Nee, genau, wir sind schon wieder durch. Beziehungsweise schon wieder, also ich glaube, wir haben ein bisschen überzogen, das weiß ich nicht, weil wir... Ja, ich glaube auch. Ja. Gut, auf jeden Fall, ja, danke fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Servus. Ja, servus, geh. Okay.